Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute ein ganz kurzes Video und zeige dir eine Karte, die du im Endeffekt für jeden Anlass machen kannst. Und zwar habe ich die mit der neuen Stanze, die ich in meinem Adventskalender hatte, gestaltet und noch mit diesen Wortstanzen von Stampin' Up. Das könnt ihr wie immer anpassen und deshalb ist es auch so gut für jeden Anlass zu machen. Auch eine Karte, würde ich sagen, clean and simple. Ich habe mir 4 dieser Ornamente ausgestanzt und dann mit Flüssigkleber übereinander geklebt. Und damit kriegt ihr so ein schönes 3D-Element wie so ein Chipboard-Teil, nur dass ihr es eben selber machen könnt. Und eben eure Stanzen verwendet. Und dann habe ich mir noch 4-mal die Grüße ausgestanzt. Aber wie gesagt, das könnt ihr für eure Anlässe komplett anpassen. Dann klebe ich hier mit meinem Flüssigkleber das Ornament noch fertig zusammen. Wie gesagt, es ist eine ganz kurze Karte. Ich bin dieses Jahr noch gar nicht zum Basteln gekommen. Das ist noch eine Aufnahme vom letzten Jahr, die ich zur Vorsicht noch gemacht habe und ganz froh bin, weil ich mir einfach gerade die Zeit fehlt, vernünftig zu basteln und irgendwie, ja, mal gucken, wie das so diesen Monat weitergeht. Und dann geht es an die Hintergrundgestaltung und die Maße für die Karte und die Aufleger stelle ich euch auch wieder unten in die Infobox. Das habe ich einmal festgeklebt und dann besprühe ich das mit Wasser. Das kann Aquarellpapier sein, muss aber nicht, wenn ihr es nicht zu sehr mit dem Pinsel berührt. Deshalb mache ich das hauptsächlich hier mit dem Wasser. Und mit Bewegungen, dann habe ich einfach nicht die Chance, dass das Papier kaputt gehen kann. Und da könnt ihr euch einfach austoben und das so lange bewegen. Auch unterschiedliche Farben nehmen. Ich bin jetzt bei einer geblieben. Und dann föhnt ihr das. Dann kriegt ihr diesen Look. Ich finde den ganz schön. Oder ihr lasst es stehen, dann ist es ein bisschen sanfter. Und dann mache ich noch ein paar Sprenkel in den Hintergrund. Ich hatte ja mir auch noch so ein Stempelkissen genommen. Eigentlich wollte ich damit das Ornament noch inken, hab's aber irgendwie vollkommen vergessen. Ihr könnt das in einer passenden Farbe machen, es ist aber kein Muss. Es sieht auch so gut aus. Dann schneide ich mir das hier jetzt noch passend zurecht, sodass es auf meine Karte passt und klebe das mit doppelseitigem Klebeband fest. Und das liegt einfach daran, dass sich das Papier natürlich trotzdem ein bisschen wellt. Und mit doppelseitigem Klebeband kann man das deutlich besser ausgleichen als mit Flüssigkleber. Das ist einfach eine Stelle, wo ich sehr gerne doppelseitiges Klebeband verwende, weil es eben vieles einfacher macht. Und das klebe ich ganz einfach auf meinen Kartenrolling. Da ist wirklich nicht viel dabei. Ich glaube, ich habe so ungefähr 20 Minuten für diese Karte gebraucht. Und wie gesagt, das ist auch eine super Karte, die man vorbereiten kann. Und wenn man einen Gruß braucht, setzt man den einfach noch drauf. Auch jetzt für das Ornament, um es auf die Karte zu kleben, nehme ich wieder Flüssigkleber. Und das mache ich ungefähr mittig. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Und darauf setze ich jetzt auch noch die Grüße. Eigentlich waren da auch Pünktchen dabei, aber da ich das schon vorher ausgestanzt habe und die verloren gegangen sind, habe ich mich hier entschieden, so zwei Halbperlen schwarz anzumalen und da könnt ihr ganz einfach eure Alkoholmarker für nehmen und dann setze ich die einfach als Ü-Punkte drauf. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr sonst nichts habt. Und das war's. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen. Ihr seht hier noch unterschiedliche Varianten und bis dahin. Tschüss!